Ja, hallo, ich darf mal wieder etwas auspacken. Und zwar handelt es sich um das Wireless Accessory Kit von Wacom. Das heißt, um halt das Grafiktablett, was ich mir vor ein paar Wochen gekauft hatte, zu verbinden, also drahtlos zu verbinden. Ich will kurz meine Beweggründe dazu nennen, warum ich es mir gekauft habe. Wie man sieht, bin ich Linkshänder und wenn ich also male, dann stört mich zum einen das Kabel mit an meinem Hand hier. Das finde ich also sehr sehr störend und es sieht für mich auch nicht besonders schön aus, das Kabel. Von daher habe ich dann gedacht, ich kaufe mir halt dieses wunderschöne kleine Teil. 35 Euro hat es mich gekostet. Das sind nochmal eben schlanke 10% des Kaufpreises von dem Grafiktablett. Ja, mal gucken, ob es denn diese 35 Euro wert sind. Ja. So schaut das Ganze aus. Ja, unser Hund möchte das Ganze auch mal gerne sehen. Jetzt setzt er sich auch noch hier bei. Das gibt ein super Unboxing. Ja, okay, was haben wir hier? Das ist halt der Akku, sehr klein. Und dann haben wir hier einmal den Empfänger für den Anschluss am PC und das etwas größere Teil ist dann entsprechend der Gegenpart, den man ans Vakuum anschließen muss. Ja, wie kriege ich das einigermaßen heile auf? Okay, so, damit brauchen wir, denke ich, die Verpackung schon mal nicht mehr. Wenden wir uns nun dem Tablet zu. Auf der Rückseite finden wir alles, was wir brauchen. Man kann also einfach das so machen. Das heißt, hier käme die Batterie rein und dann hier der Empfänger. Okay, also da ist ein kleines Plastikteil, was raus muss. Und dann kann man den da reinschieben. Weiß nicht, ob man das so sieht. Jo, das war es eigentlich schon. So, dann noch den Akku. Ja, das war gar nicht schwierig. Das heißt, das Kabel brauchen wir nicht mehr. Was wir jetzt noch tun müssen, ist halt den entsprechenden Empfänger ans Notebook anschließen, beziehungsweise in meinem Fall ist das dann die Power Media Dock. Ich leuchte mal ein bisschen in der Hoffnung, dass man etwas sieht. So, und zwar habe ich hier oben halt die Möglichkeit, USB reinzustecken. Das soll es gewesen sein.
Ja, und wenn alles richtig läuft, dann könnte es schon so funktionieren. Noch mal eben gucken, ob man das hier irgendwie einschalten muss. Beziehungsweise die erste Frage wäre ja, ob überhaupt Saft drauf ist auf diesem, auf der Batterie. Aber ich mache einfach erstmal den Rechner an. Okay, Saft ist drauf. Er meldet jetzt hier Installieren von Gerätesoftware. So, funktionieren tut das Ganze schon mal, aber wie bei mir leider üblich, falsch herum erstmal. Und zwar ist das halt immer so, wenn der Rechner hochfährt, dann ist der Rechner schneller fertig, wie der Treiber geladen ist für das Intuos. Und da ich Linkshänder bin, braucht er immer ein bisschen, bis er es realisiert hat oder beziehungsweise entsprechend geladen hat. So, das hat er jetzt gemacht. Das heißt, ich kann jetzt ganz normal arbeiten. Ich kann auf den ersten Blick keine Verzögerung feststellen. Das heißt, das funktioniert genauso, wie ich mir es vorgestellt habe. Das heißt, damit bin ich schon mal sehr zufrieden. Kommen wir jetzt noch zu zwei, drei anderen Punkten, und zwar nämlich nochmal zum Intuos 5 selber. Ich habe das Gerät jetzt circa 3-4 Wochen und seitdem nutze ich es halt. Die Maus habe ich komplett von meinem Laptop abgeklemmt, ich benutze sie also gar nicht mehr. Ich mache wirklich alles nur noch mit dem Tablet. Am Anfang ist es natürlich sehr ungewohnt, diese weiten Strecken, die man zurücklegen muss, um von links nach rechts zu kommen. Aber man gewöhnt sich sehr, sehr schnell daran und man wird halt damit dann auch entsprechend schneller. Des Weiteren hatte ich am Anfang meine Tastatur unter dem Tablet stehen, und zwar auf diesem Teil zum Ausschieben. Das habe ich mittlerweile geändert, und zwar aus folgendem Grund. Ich hatte mir am Anfang diese ganzen Express-Keys, die es hier gibt, die vier, beziehungsweise vier oben, vier unten und dieses Wheel, schön konfiguriert. Habe aber dann eigentlich festgestellt, es ist praktisch, aber nicht unbedingt für jede Tastenkombination. So ist es zum Beispiel bei Lightroom so, dass man dann die Taste G drückt für Grid, das heißt für diese Gitteransicht. Die hatte ich mir erst auf einen Express-Key gelegt. Mittlerweile mache ich es halt per Tastatur, und auch bei Photoshop ist es halt so, dass ich am Anfang über das Wheel entsprechend vergrößert habe, gezoomt habe, wobei das nach meinem dafür wesentlich schneller geht, wenn man halt einfach zwischendurch die Z-Taste drückt und dann mit dem Stift halt auf den Tablet entsprechend linke, also drauf drückt und dann nach links fährt, so wird das Bild halt größer. Das geht schneller, als wenn man mit dem Wheel da rumfummelt. Zumal der Nachteil bei dem Wheel ist für mich, ich hatte zwei von den vier Punkten bei dem Wheel belegt. Eins für die Größe des Pinsels und das andere für den Zoom. Wenn ich jetzt an Position 1 den Zoom hatte, an Position 2 die Pinselgröße, dann musste ich halt, um wieder auf Position 1 zu kommen, erst dreimal drücken. Denn obwohl ich die beiden anderen nicht belegt hatte, musste ich trotzdem da durch. Und das nervt mich ein bisschen. Und von daher habe ich jetzt nur noch eine einzige Funktion auf dem Wheel. Das ist nämlich die Pinselgröße. Das finde ich recht praktisch. Aber alles andere mache ich dann halt über das Z, über die Tastatur. Auch sonst habe ich relativ wenig Express Keys wirklich belegt. Es kommen aber von Lauf zu Lauf oder in der Zeit immer ein paar neue Befehle hinzu. Und zwar aber dann hauptsächlich halt wirkliche Handbrecher. Also das heißt nicht nur, wo man eine Taste drückt. Denn ob ich das G für Grid halt in Lightroom auf der Tastatur drücke oder einmal den Express Key, ist ja kein großer Unterschied. Interessant werden die Express Keys eigentlich erst,
wenn es dann um Tastenkombinationen geht, STRG, Shift, Alt und Entfernen, um zum Beispiel aus Lightroom ein Bild aus einer Sammlung zu löschen. Das geht natürlich dann per Express Key wesentlich schneller, als wenn ich dann diese vier Tasten drücken müsste. Ja, das soll es eigentlich soweit gewesen sein. Batterielaufzeit kann ich natürlich, oder Akkulaufzeit kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Ich bin mal gespannt, wie lange das Ganze hält und wie ich es dann aufladen kann. Dazu werde ich aber dann bestimmt nochmal schreiben. Okay, eine Sache habe ich noch nicht, oder habe ich eben vergessen zu erwähnen, und zwar ist es ja so, dass bei dem Vakuum in dem Stifterhalter ein paar Ersatzminen dabei sind, und da will ich kurz auch was zu erzählen. Und zwar ist einmal in der Mitte dieses Metallteil, das dient halt eigentlich einfach dafür, ich kann das hier mal eben vorführen, man kann also hier unten das einfach abschrauben, dann sieht das Ganze so aus. Und wenn ich jetzt, ich hoffe, das kann man erkennen, kann ich das halt, die Stiftspitze damit halt entsprechend herausziehen. So funktioniert halt der Wechsel dieser Stiftspitze. Derzeit habe ich eine Filzspitze drauf. Am Anfang ist halt standardmäßig diese einfach schwarze Mine dabei oder da drin. Die war nach circa einer Woche bei mir schon abgenutzt, so dass ich die ausgetauscht habe. Ich habe dann zuerst diese flexible Spitze genommen. Da ist so ein grauer, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das kann man, denke ich, leider nicht erkennen. Da ist so ein grauer Gummibezug irgendwie drüber. Und damit, finde ich, hat man eigentlich das beste Schreibgefühl oder das beste Retuschgefühl in meinem Fall. Ich benutze das Tablet eigentlich nur für Fotobearbeitung, Fotoretusche. Das hält auch wesentlich länger. Also ich denke mal, bis jetzt habe ich es 3 Wochen genutzt mit dieser flexiblen Spitze, und die ist auch eigentlich noch voll intakt, das heißt, die kann ich noch weiter nutzen. Ich habe jetzt aber trotzdem einmal testweise die Filzspitze drauf gemacht. Das sind halt diese grauen Teile, da gibt es halt in der Lieferung sind 3 Stück dabei. Die sind also auch relativ gut. Ich finde sie zumindest besser wie die Standardspitzen. Kosten halt auch ein bisschen mehr. Die Standardspitzen liegen, glaube ich, so irgendwie bei 5 Euro. Die Filzspitzen liegen bei ca. 8 Euro, und das teuerste wäre dann natürlich, oder beziehungsweise von meinen 3, die ich mir so bisher getestet habe, wäre dann halt diese flexible Spitze, die kostet 10 Euro für 5 Stück. Aber ich denke mal, ich werde also in Zukunft bei diesen flexiblen Spitzen dann bleiben, weil man damit einfach das beste Gefühl auf dem Tablet hat. Also das heißt, jeder, der die Möglichkeit oder der ein Intuos hat, sollte ruhig mal die anderen Spitzen entsprechend auch testen. Also das Standard finde ich eigentlich nicht wirklich besonders gut.